Campen in Italien in Corona-Zeiten. Ja, hier steht ja ein Volkswagen T6 mit Camper-Ausbau, ein California direkt ab Werk. Und wir unterhalten uns heute mal mit einem Pärchen, die haben ihren Sohn dabei, die in San Remo campen. Und ja, das ist der Ausblick, wenn man direkt in der ersten Reihe stehen kann. Das ist nicht normal hier auf dem Platz, denn die erste Reihe ist normalerweise immer ausgebucht. Aber in der jetzigen Zeit, was ist schon normal? Also hier stehen noch viele Deutsche, Holländer und natürlich unser Pärchen. Ja, ist schick gemacht. In zweifarbiger Lackierung. Da sind sie. Die Markise ist ausgefahren. Das Aufstelldach ist auch draußen. Denn das ist ganz sinnvoll, da kann man nämlich stehen drin. Ja, wenn ihr mal gerade so lieb seid, mal zu mir kommt. Ja, hallo. Hallo. Ich zeige erstmal gerade mal. Das ist jetzt kein Werbevideo, wie man sich entspannen kann in einem VW-Bus. Nein, tatsächlich, du liest da tatsächlich so, denn es ist sehr schattig hier, oder? Ja, es ist sehr schattig und angenehm hier. Von daher lese ich hier mega gerne. Du bist die Nina? Ja, ich bin die Nina. Aus welchem Ort kommt ihr denn? Wir leben in Basel. In Basel? Ja. Ihr seid quasi Schweizer? Nein, wir sind Deutsche, aber in die Schweiz gezogen. Okay, sehr schön. Ja, so sieht's aus. Ihr habt Münchner Kennzeichen. Und das ist so eine Bank, das ist eigentlich die Schlafbank, oder? Ja, genau, richtig. Also man kann es ausklappen, vorfahren dann und man kann unten ruhen oder lesen und schlafen oder halt oben. Ja, wenn du auch dich mal kurz vorstellst. Mein Name ist Franco. Hallo. Ja, grüß dich Franco. Du hast einen Sohn dabei? Ja, mein Name ist Felix. Ja, Felix, du bist schon ziemlich groß. Das passt ja mit dem Bett? Ja, das geht noch hin. Es ist, glaube ich, 2 Meter lang und 120 Zentimeter breit. Ja. Ja. Er darf oben schlafen. Ich darf oben schlafen, genau. Er darf oben schlafen. So, ihr seid jetzt recht reduziert, Franco. Du hast mir erzählt, ihr wollt ja eigentlich gar nicht auf dem Campingplatz. Ihr wollt wild stehen normalerweise, aber ihr seid jetzt mal hier. Ja, genau, richtig. Also wir stehen sonst auch ganz gerne wild. Ja, in verschiedenen Ländern standen wir jetzt auch schon. Aber wir wollten natürlich auch mal testen, wie das so ist auf dem Campingplatz, so mit richtig Strom und ganz gediegenen Waschgelegenheiten. Ja, auch ganz cool. Ja, du machst mir nicht den Eindruck, als ob es dir jetzt auf 50 Euro ankäme am Tag. Ja, das heißt, das Wildcampen war wahrscheinlich einen ganz anderen Flair, oder? Ja, es hat einen total anderen Flair. Also man ist schon irgendwo freier, ja, und natürlich auch diesen Blick. Und vor allen Dingen das richtig Tolle daran, ja, man braucht keine 5 Sterne, sondern 1000 am Himmel. Und dann ist das natürlich eine runde Sache. Ja, das hier ist jetzt direkt in Italien. Man hat ja so viel gehört jetzt über Italien, Corona. Habt ihr irgendwie Angst gehabt? Nein, also eigentlich nicht, von der Sache her, nein. Genau, der Vorteil ist beim Campen, man kann sich ja komplett aus dem Weg gehen. Man hat sein eigenes Reich. Ja, die Nina liest gerade ein Buch, in dem du mal zeigst, was du gerade liest. Viktor E. Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Ein Spiegel-Bestseller, den hast du ja vorher gekauft. Nee, der liegt schon länger bei mir und jetzt war endlich mal wieder Zeit dafür, in Ruhe ein Buch zu lesen. Ist Stress ein Thema bei euch im Alltag? Ja, definitiv schon. Wir sind beruflich recht eingebunden und von daher ist es schön, wenn es dann solche Gelegenheiten gibt, wo man auch mal wieder dazu kommt, in Ruhe ein Buch zu lesen. Ja, wenn man als Deutscher in der Schweiz lebt, ist man wahrscheinlich Rechtsanwalt. Nein, ist man nicht. Dann ist man Sozialpädagogin. Lehrerin. Nein, Sozialpädagogin. Okay, alles klar. Ich nehm alles zurück, ja. Denn in der heutigen Zeit, ja, was die Frauen so mitmachen mussten mit den Kindern, Homelearning, sage ich nun mal, das ist bei deinem Sohn wahrscheinlich auch nicht erspart geblieben. Aber ich nehme an, du musstest nicht daneben sitzen und da irgendwas machen. Ist er noch in der Schule? Ja, er ist noch in der Schule und nein, er macht das selbstständig. Genau. Aber da ist schon, wenn man da so 6, 8 Wochen lang Homelearning macht, ja, Hut ab, oder? Ja. Das ist schon eine andere Sache. Es gibt aber auch viele Kinder und Jugendliche, die damit, glaube ich, ganz gut klarkommen. Von daher war das für manche mit Sicherheit auch eine Chance, mal anders zu lernen. Ja. Ihr habt das Ding von Roadsurfer gemietet. Ist jetzt kein Werbevideo, das war jetzt Zufall, aber wir können es mal erwähnen. Das Ding kam fix und fertig ausgestattet. Genau, der kam fix und fertig ausgestattet. Genau, wir haben es dann für uns so ein bisschen eingeräumt, dass es jetzt in der Zeit für uns einfach gut passt. Genau, ja. Und so sieht er aus. Ist das auch bezahlbar, wenn man da weggeht? Oder hast du das Gefühl, das ist ganz schön teuer? Nee, also ich finde es schon bezahlbar und uns ging es ja einfach darum zu sagen, wir nutzen den und testen den jetzt mal auf Herz und Nieren, weil wir gerade im Findungsprozess sind, ob es ein Bulli wird oder ein Marco Polo werden wird und von daher, ja, ist es eine gute Möglichkeit, das wirklich mal auszutesten. Ja, unten die Sitzbank, die kann man komplett verschieben, das ist ja auch gleich die Schlafcouch. Ihr schlaft unten, vielleicht fangen wir erstmal an, wie ist denn die Matratze hier? Die Matratze ist gut, also wir schlafen
bequem und gut. Ist jetzt nicht, dass irgendwas drückt oder wehtut. Das klappt tipptopp hier unten. Ja, Platz ist hier reichlich, aber man kann ja immer genug Platz haben. Dein Mann hat letztes Mal gesagt, ja, wir haben uns minimalisiert. Was habt ihr denn so dabei an Anziehsachen dann? Das heißt, du hast nur im Prinzip eine Unterhose. Nein, also prinzipiell. Gar keine. Prinzipiell leben wir auch im Alltag relativ minimalistisch. Das ist einfach unsere Lebenshaltung. Und ansonsten würde ich aber sagen, sind wir trotzdem relativ normal ausgestattet. Ja. Aber bei uns ist so, jeder hat ein Fach für sich sozusagen. Ich hier vorne, Franco hinten, Felix im Kofferraum und damit kommen wir ganz gut klar. Felix hat das meiste mit. Ja gut, es ist ja so, die Jungs. Wenn ich mal kurz erfahren darf, wie alt du bist, Felix, heute? Ich bin 17 Jahre. 17 Jahre, ja. Du bist recht groß, du hast Basketballklamotten an. Ja. Mein Sohn ist 8 geworden und ist 1,47 Meter. Tendenz zum Basketball, oder? Könnte man so sagen, ja. Ja, ist so. Du spielst doch selbst Basketball? Ja, hobbymäßig, also nicht im Verein. Ja. So. Ja, ich sag mal so, die Söhne mal wieder mitzunehmen, ja, normalerweise reisen die ja nicht mit, ja, das heißt, warte, ich stelle mich mal ganz kurz gegen das Licht, dann kann ich dich etwas besser filmen, so, dann sieht man dich etwas besser. Ist das ein Thema, also ich sag mal, dass die dann sagen, oh, die 3 Wochen, ja, die sind komplett verloren mit Mama und Papa? Also wir mussten richtig tief in die Tasche greifen, damit er mitkommt, ja. Jeden Tag kriegt er eine Auslöse sozusagen, dass er mitgekommen ist. Bei meinem Sohn aber auch so, der kriegt jeden Tag 4 Euro und die Nachbarn, die standen schon da, hat gesagt, wie jeden Tag 4 Euro? Der kommt ja morgens hin und sagt, Papa, ich habe gestern meine 4 Euro nicht bekommen, sind heute 8. Das heißt eine Rechenübung. Ja, wunderbar. Er kann's. Ja, es war schön. Das heißt, er kann ja selber entscheiden, kann was machen. Ja, natürlich. Das heißt, ihr habt die höchsten Kosten jetzt beim Sohn, oder wie? Ja, ja. Und auch die höchste Zuladung beim Sohn. Ja, es geht ja ums Auto, Vanlife so ein bisschen. Das ist so der Blick von hinten. Ihr habt eine Außendusche, wenn du mir mal kurz die mal zeigst. Die habt ihr schon benutzt, gell? Ja klar, die haben wir schon benutzt. Einwandfrei, wunderbar. Also die steppt jetzt hier an. Ja. Ja. Also hier hinten habe ich jetzt sozusagen, das ist mein Fach. Ja. Das ist das, was ich mit habe. Nochmal, ich zeige das mal gerade. Also, liebe Männer der Zunft, die normalerweise eine Stunde im Bad brauchen, ja. Das ist mein Fach. Das ist sein Fach. Und so, genauso sieht mein Fach aus. Ich habe bloß ein Problem. Ich habe genau nur eine Hose mitgenommen, weil ich dachte, es wären noch 2 im Auto. Ja, okay. Und du hast tatsächlich 3 dabei. Auch keine langen, oder doch? Nein, lange Hose habe ich nicht mit. Nein. Obwohl das hier, ja, das hat sich hier reingemogelt, das ist noch nicht mal meins. Ja, das gehört noch zum Sohnemann. Hier, ja. Natürlich. Dann nochmal. Also, ich vergleiche das nochmal. Also, das ist der Papa hier links. Genau. Genau, richtig. So, und das ist der Sohnemann. Als wäre ich schon wieder Wahnsinn. Nein. Nee, gar nicht. Nein, 5 Cappies braucht man, finde ich, ja. 4. Ah, Entschuldigung, 4. Und natürlich auch 3 Paar Schuhe braucht man auch. Ne? Aber das ist okay. Ich meine, Schweißfüße und Co., wenn man dann öfter mal Schuhe anzieht, das soll denn einem gegönnt sein. Außerdem lernt man das ja mit der Zeit. Und das ist die Dusche. Genau, das ist die Dusche. Also kannst du mal rausnehmen. Und dann kannst du das hier wunderbar anstecken. So, die Frau nimmt mal gerade, mit einer Hand geht es nicht so gut, mit 2 besser. Und da unten drunter ist der Tank? Nee, das ist die Gasflasche. Okay. Also die kannst du dann nochmal hier aufdrehen und dann ganz normal eben halt, ne? Also das ist normale, große oder eine kleine Gasflasche? Eine kleine. Langt aber wahrscheinlich voll und ganz. Klar, freilich. Ich glaube 6. 6 Liter. Drehst du dann hier auf. Ah, sag mal, ich will da mal reingucken. Ach, so eine kleine blaue ist das. Ja, genau. Richtig. So eine einmal. Ja, ich sag mal so, selbst mit einer Gaskartusche, die ich benutze, kann man stundenlang, genau. So, das heißt, man steckt, ist alles durchdacht hier. Das heißt, hinten, da sind die Sicherungen drin für 230 Volt und das wird dann hier angesteckt. So, ein Bajonettverschluss, der wird einfach reingeklickt. Vorführeffekt. Liebe Leute von Volkswagen, was habt ihr da gebaut? Ja, etwas... Ah, die Frau kommt. Man muss es wahrscheinlich reinklicken. Nein, das ist nur. Ja, warte, die Frau kommt. Ja. Ah, okay. So, war schon. Jetzt schon fest. So. Freischalten und dann? Wie cool. Ja, kannst du irgendwie hier reinhängen. Und dann duschen. Felix mit 1,90 wird eng. Aber ja, man kann es auch über sich halten dann. Das heißt, man kann daneben stehen. Und es gibt auch, glaube ich, je nachdem Saugnäpfe oder so, wo man es festmachen kann. Ja, eine Dusche. Frauen und Campen, ja. Du bist wahrscheinlich ein Typ, der sich täglich stundenlang schminkt, oder? Nee, überhaupt gar nicht. So habe ich dich auch eingeschätzt. Von Natur aus schön. Also von daher, ist das ganz entspannt. Also ich genieße natürlich, wie jetzt hier auch zwischendrin mal eine ordentliche Dusche zu haben. Aber ansonsten ist das mit mehr und
kleiner Dusche. Absolut. Geht ja auch, man geht ins Meer, da ist man eh schon gewaschen und dann anschließend das Salz abwaschen. Shampoo braucht man eh nicht, oder? Ja, weniger. Ein bisschen schon, aber. Doch. 40 Liter bedeutet aber auch, man duscht da nicht 10 Minuten, sondern man, ich sag mal, steht da nicht eine Stunde unter der Dusche, sondern man macht sich nass, man salbt sich ein, oder? Ja, aber ist bei mir im normalen Alltag auch nicht wirklich großartig anders. Von daher, ich bin jemand, der es gerne schnell. Ich bin Langduscher übrigens. Also wenn wir mal Werbung machen dürfen, ja. Dürft ihr. 18 in 1, das ist Zahnputz, das ist Dusche, das ist Waschen, Abwasch. Nochmal, zeig das mal. Zitrusorange, Dr. Bronners, 18 in 1, genau. Jetzt ohne Witz, das heißt, du machst alles damit. Zwischen die Beine und auf die Zähne? Ja, natürlich. Und nicht nur zwischen die Beine, auch den großen Zeh. 18 in 1, hab ich noch nie gehört. Aber ja, das genau. Ist gut? Ja, richtig cool. Ja. Gibt's ja. So in verschiedenen Geschmacksrichtungen, kannst du auch die Zähne mitputzen. Ja, stark. Also was ich heute noch alles lerne. Was stark ist hier bei dem Bulli, ich glaube, die Sitze, die sind hier, die sind sogar richtig bequem. Die stecken hier drin, gell? Also das muss ich sagen, ein Riesenvorteil. Ich kann es mal ganz kurz. Komplett durchdacht. Das heißt, hier ist jeder Zentimeter genutzt. Ja, definitiv. Also das haben sie wirklich sehr gut durchdacht. Schiebst du nicht rein? So, und der andere dann da und dann kommt die Klappe wieder zu und fertig. Also das ist richtig gut. Und der Tisch, wo ist der? Der Tisch kommt in die Seitentür. Das ist natürlich mega praktisch. Das heißt, ihr habt alles weg und man hat es auch immer dabei. Das heißt, wenn man mal auf die Idee kommt, man fährt mal schnell zum Europapark. Ja, eher weniger, aber eher weniger. Ja, die Richtung wäre schon okay. Ja, mein Sohn ist 8. Okay. Da ist Europapark-Jahreskarte angesagt. Okay. So, und da ihr in der Nähe seid. Ja, das ist cool, das Ganze ist auch schnell zurückgerüstet. Und ja, Kofferraum hat er auch noch ein bisschen. Aufstelldach geht elektrisch. Aufstelldach geht elektrisch. Aber wir haben ein richtiges Highlight bei denen. Also das muss ich echt sagen, das hat der Marco Polo, glaube ich, nicht. Was denn? Und zwar kannst du, das ist ja das, die normale Öffnung hier, ne? Warte, ich komme mal rein zu dir. Komm mal rein. Ja. Das ist ja so die normale Öffnung. Ja. Aber das richtig Geile finde ich jetzt. Ah, ich ahne Schlimmstes. Du kannst... Wenn du das hier runterklappst und dann guckst du direkt und das ist richtig geil. Das heißt, du liegst hier oben und kannst dich aufmachen, bereit für alle Stechmücken, die es gibt. Warte mal. Ich komme mal rüber. Fühl mal raus. Und das ist dann die... Ah, ein Schlafsack dabei. Das ist ja mal sinnvoll, der dabei ist. Ja, ist richtig große Liegefläche. Also das wäre auch jetzt natürlich oben mein Ding. Aber ich glaube, die Matratze ist ein bisschen härter wie unten. Aber ich werde den gleich mal... Du hast oben den Lattenrost und das ist natürlich auch noch bequem, ne? Was auch cool ist, er hat Licht oben drin, das fehlt bei den meisten Aufstelldächern. Ja, das ist auch praktisch. Warte, ich zeig das mal gerade. Da ist 12 Volt. Und dann hast du hier oben nochmal Licht. So, ich hoffe, man kann es sehen. So, und hier vorne ist nochmal Gase zum Aufmachen. Kann man durchgucken. Ja, wenn du gerade nochmal so lieb bist, nochmal aufmachst. Ich bin leicht gehandicapt mit zwei vollen Händen. So, und jetzt kann man stehen hier drin. Einwandfrei, wunderbar. Das heißt, man könnte auch zu dritt hier sitzen, wenn es mal schlechtes Wetter ist. Ja. Leider hat man keinen Tisch hier drin, gell? Denn doch, den hast du auch. Ja, natürlich hat man. Ich wollte nur. Schiebst du hier dann raus. Und dann klappst du ihn auf. Fertig. Wie stark? Da hat ein Fuß drunter, oder? Ja. Gibt ja andere Modelle, die haben dann hier so einen Strick. Finde ich natürlich auch ganz cool. Dass du den Fuß nicht dazwischen. Fertig. So, warte, ich zeig das mal gerade, wenn man von außen sieht. Also wir hatten es jetzt mal zwei Tage zu viert getestet. Das ist natürlich etwas beengt. Zu viert? Das heißt, ihr habt doch ein Kind? Nee, wir hatten Freunde mit dabei gehabt und das hatten wir jetzt einfach mal zwei Tage. Aber das ist natürlich wirklich mal eine Ausnahme und dann ist gut. Also mit drei Leuten geht's? Ja, mit drei ist okay. Mit zwei hätte es den Vorteil, einer könnte oben, einer könnte unten schlafen. Das heißt, man hat noch mehr Platz. Ne? Man hat Platz, wenn man sich aus dem Weg gehen möchte. Oder eine schnarcht. Könnte ja mal passieren. Ja, es gibt noch viel mehr zu sehen, denn das frauenliebstes Kind ist der Kühlschrank mit dem Bier drin. Ich zeig's mal gerade. Aber wahrscheinlich seid ihr nicht Alkoholiker. Ja, richtig. Wir haben schon Bier drin. Ja? Aber für den Sohn. Nee. Nicht alkoholisches Bier. Genau. So. Es gibt immer mehr Leute, die trinken Bier, aber ohne Alkohol. Das ist mega lecker, gerade nach dem Sport, isotonisch, armenfrei. Du läufst? Ja. Also wir generell, wir treiben eigentlich ziemlich viel Sport. So, jetzt, wenn du mal kurz zeigst, Bio, Carrefour, ja, ihr ernährt schon, ich sag mal,
ordentlich, oder? Einigermaßen, ja. Nudeln gab es auch schon? Nudeln gab es, natürlich gab es Nudeln und die selbstgemachte Marmelade. Darf ich mal Werbung machen für Daniel seine Marmelade? Warte, ich zeig's dir mal gerade, wie sie. Ist sie jetzt lacht? Es ist nicht meine. Ist nicht ihre? Nein, von ihrem Chef. Ey, die beste Marmelade, ja. Also wenn eine, dann diese, ja. Daniels Heidelbeer Vanillekonfitüre. Das ist bestimmt aus dem Internet bestellt. Ja, hundertprozentig. Original so gemacht. Damit, ja, genau. Nee, toll. Die schmeckt gut. Richtig lecker. Super. Da vorne ist die Avocado. Das ist ja mal ein Kavenzmann von Avocado. Mhm. Der macht auch nicht kalt, der Kühlschrank? Ja, also ich glaube 6 Stufen, ja, kann man einstellen. Und das ist eigentlich richtig, richtig gut. Da gefällt mir immer besser, der California. Was das Stärkste ist, finde ich zumindest, ist das elektrische Dach. Das heißt, man muss sich also hier nicht krumm machen. Es geht ruckzuck, oder? Ja, das geht verdammt schnell. Das ist richtig. Gibt es da irgendwas zu beachten beim Dach, wenn man es zumacht? Ja, also du musst die Türen, also ein Fenster sollte auf sein, allein ja, wegen dem Unterdruck. Vorne die Jalousie sollte geöffnet sein und dann fährst du es runter. Dann stoppt der auch nochmal. Ja. Dann kommt nochmal so eine Kontrollleuchte nach dem Motto, Fenster offen, Jalousien sind zu, was weiß ich. Und dann fährt es weiter runter. Also und das ist ein Sicherheitsaspekt mit eingebaut. Das ist aber Augenblick. Warte, ich zeig's mal gerade ganz kurz, bitte. Du darfst oben nicht viel liegen haben, sonst kann man ihn nicht gut zumachen. Also Schlafsack ist was, was funktioniert, aber alles andere muss eigentlich runter. Also Schlafsack ist okay, gerade noch so, aber klar, wenn ich da jetzt eine Kaffeekanne oben liegen habe, das ist nicht so gut. Ungünstig, und wenn der Sohn auch noch oben liegt, sollte man es auch nicht zumachen. Aber ansonsten ist es okay. Ja, es gibt ja viele Dächer, da ist man am Fummeln, man hat irgendwelche Sachen, die man zumachen muss. Ne, hier ist elektrisch. Hier funktioniert es. Also wir hatten auch mal in Marco Polo mal angeguckt, ne, da war es auch mechanisch, aber das war auch okay. So, jetzt hat er hier vorne, ja, ich kenne es, ich habe ihn gefilmt auf der Messe, die Shader, die drin sind, das heißt der Sonnenschutz, wie funktioniert der? Einfach hoch, auf und zu. Fertig. Dann hat man hier Schiebefenster mit dabei. Genau. Und man kann das Fenster auch aufmachen als mit Fliegenschutz, geht das auch? Fliegenschutz haben wir nicht dabei. Ja, das ist ein Nachteil. Den Mann, der kostet am Tag dann 30 Euro mehr, wenn wir den haben möchte. Ja, da haben wir jetzt echt mal richtig gespart. Man muss sich auch nicht übertreiben. Nee, Spaß, da ist das Kochfeld, das ist wahrscheinlich genau, dein Reich, oder? Richtig, ja, zum Wasser machen reicht es auch bei mir. Ne? Also da die Kaffeemaschine. Aber es funktioniert gut, das Kochfeld? Einwandfrei, wunderbar, reicht, vollkommen ausreichend. Ja. Ja, was ich toll finde, ist auch der Spritzschutz ja, aus Glas. Ja, das heißt, genau, da hat einer was dabei gedacht. Genau. Spülen geht auch. Ja, spülen geht auch, das kann man hier dann so rausnehmen. Oh, das ist ja praktisch, auch direkt dabei. Ja, genau. So, dann hier unten sind noch ein paar Fächer. Ja, so Teller. Also das ist jetzt hier mit dabei gewesen. Die Pfanne und so ist von uns. Ansonsten, wenn man das hier so mietet, bekommt man da so eine Kochbox. Und da sind Teller, Geschirr für 4 Leute sind da drin. Und Nudeln mit Spaghetti-Soße. Nudeln mit Spaghetti-Soße ist auch schon mit dabei, genau. Standard. Nudeln mit Tomatensauce meine ich so. Ja, da vorne, da ist so eine genau, kleine Box dabei, da sind eure Gewürze. Das sind unsere dran jetzt. Genau, richtig. Das ist hier so Kaffee und Ingwer ein bisschen. Ah, da ist noch der Rest von Corona, der Hering. Lecker Salz. Das ist übrigens Ankerkraut, haben wir selber. Genial, wunderbar. Das Problem ist, man kriegt von Ankerkraut niemals dieses Aglio Olio, ist immer ausverkauft. Echt, ja? Ja. Keine Ahnung. Was ist das? Wieder mal. Mückenschutz. Mückenschutz. Funktioniert. Funktioniert. Tipp von Nina. Ne? Nina, naja, deine Teebaum-Bio, genial, absolut besser als alles und andere. Also nochmal, wenn die Mücke gestochen hat. Ja, dann hilft das definitiv, dass es nicht so juckt und schnell wieder heilt. Genau. So, ja, da unten ist dann Ingwer. Ja, halt immer noch ein paar, so halt für die Fahrt, halt so ein bisschen ein paar Leckerlis dann, ne? Die Sportler. Wasser ist das große Thema. Das heißt also, ja, da kann man gar nicht genug haben. Kann man nicht genug haben, genau. Was wir jetzt hier nicht haben, wir haben sonst immer so eine große Galone, aber die gab es jetzt irgendwie, haben wir jetzt hier nicht bekommen und deswegen haben wir jetzt ja die einzelnen. 5 Liter, die sind da drin. Ja, genau. Links in dem ist auch normales Wasser drin? Frischwasser, ganz normal noch zum Abwaschen oder keine Ahnung, zum Kaffee kochen. Genau. Sitze drehen geht auch? Ja, der funktioniert eigentlich recht gut. Ja, und das ist halt nicht so praktisch. Eigentlich braucht man auch gar nicht. Ja, macht's mal gerade auf. So, warte mal, ich steig mal kurz hoch. Ah, der hat DSG mit drin, das heißt Automatik. Du fährst selber Automatik? Ja, ich fahre selber auch Automatik. Geht doch gar nichts mehr anderes, oder? Also ist auf jeden Fall schön. Früher hätte ich es mir nicht denken können. Mittlerweile liebe ich es, wenn wir fahren und können mit Automatik fahren.
Ja, jetzt haben wir ja über das Thema Werte halt gesprochen. Ihr seid ja so im Liebäugeln eigentlich mit dem Mercedes, weil der ist im Alltag, ist ja nochmal ein gutes Stück komfortabler, kostet sogar ein bisschen weniger. Aber Bulli, das ist schon cool so ein bisschen. Ist das nachvollziehbar? Ja, also definitiv, Bulli ist Kult und ist nachvollziehbar. Ja, wir werden jetzt sehen, wo es für uns hingeht. Deswegen testen wir es jetzt wirklich auf Herz und Nieren, damit wir das finden, was für uns einfach passt. Jetzt mal unabhängig von Kult oder Wert. Erhalt sozusagen, weil unser Ziel ist eigentlich, ja, ein Fahrzeug zu finden, was wir dann auch, je nachdem, die nächsten 20 Jahre vielleicht auch wirklich fahren können und von daher. Ja, die nächsten Jahre. die nächsten 60 Jahre. So, jetzt gucke ich mal gerade. Wobei wir einige gefilmt hatten, die waren tatsächlich schon 40 Jahre im Einsatz. Ja, die Markise ist integriert. Genau. Auch die hat... Mit der Kurbel ganz normal. Mit der Kurbel. Ja, ganz normal aufzuleiern dann sozusagen. Richtig. Ja, rundum ein gelungenes Auto. Jetzt muss man aber dazu sagen, der Bulli ist nicht ganz billig, denn wenn man das jetzt so sieht und denkt so, naja, es ist eigentlich ja ein großer Kombi, die ist ja vorhin mal Kombi, ich zeige es mal gerade komplett, dass wir ihn nochmal sehen, der denkt so, naja, so 45 wären ja angemessen, aber ihr habt euch informiert, für 45 gibt es da nicht so viel, oder? Gebraucht schon, aber... Gebraucht, aber die Gebrauchten sind dann meistens überteuert. 250.000 Kilometer auf der Uhr, nein, Quatsch, aber es sind ältere Modelle und es sind halt ein bisschen teurer dann auch ganz gut. Wie liegt der ungefähr, wenn ihr euch mal informiert habt? Der liegt bei 70.000. 70.000? Ja. Oh ja. Ja. Gut, aber wenn man sich jetzt, ich sag mal, jetzt einen Tesla kauft, einen neuen, der kostet auch 70, der große. Ja, das ist so, in dem übernachtet sich nicht so gut. Nein, ja, aber es ist natürlich trotzdem. Haben wir alles schon gemacht. Jetzt nicht im Tesla, aber auch im ganz normalen Kombi. Ja. Stand mal in Dänemark, ey, das war total genial. So, Praxistest, man kommt sich ja sehr nah, also aus dem Weg gehen. Das heißt, wenn die Jungs laufen, hast du mal Zeit. Ja, wobei wir gehen ja eher zu dritt laufen. Genau. Nein, aber man kann sich natürlich trotzdem aus dem Weg gehen, wenn man das denn wirklich will. Da findet man Möglichkeiten. Und wenn einer Stress, ja, da geht ins Wasser. Wenn einer Stress, da geht ins Wasser. Ja, auf der anderen Seite glaube ich, wenn wir das Bedürfnis hätten, uns aus dem Weg zu gehen, dann würden wir nicht diese Art von Urlaub wählen. Einmal, ganz genau einmal. Ja, es gibt ja viele, also es war auch so, meine Frau ist jetzt zu Hause geblieben, Corona, also die war beim Einladen vom Wohnmobil, sollte eigentlich mitkommen, war fix in aller und dann habe ich richtig gemerkt, weißt du was, wir haben einen Welpen bekommen, neun, du bleibst jetzt mal hier, wir testen das mal, wir waren noch nie getrennt, ja. Okay. Und sie meinte, wir können ruhig noch ein bisschen länger bleiben, mein Sohn, nee, war Spaß. Nee, sie freut sich schon wahnsinnig auf die Rückkehr, aber man spricht im Urlaub intensiver, hast du das Gefühl? Ich würde sagen, wir sprechen auch so. Also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Also ihr seid nicht das Taubstummpaar am Restaurant? Nein. Also wir schaffen es wirklich in der Woche mehr als 2 Minuten miteinander zu kommunizieren, was ja die meisten Paare nicht schaffen, wenn man mal das Ganze organisatorisch außen vor lässt. Also richtig miteinander reden, ne? Also nicht organisatorisch. Was essen wir, was machen wir morgen, sondern miteinander reden. Ihr wart von der Zielreise, wenn du mir mal kurz beschreibst, wo ihr unterwegs seid, gewesen seid. Also wir waren jetzt in Tessin anfangs, sind wir gestartet, da waren wir zu viert. Dann sind wir hochgefahren, haben die Freunde wieder abgeladen sozusagen. Und dann sind wir nach Frankreich, die Lavendelroute. Da hatten wir auch echt Glück, dass wir noch schön viele Felder gesehen haben. Die Lavendelroute ist von wo bis wo? Ungefähr? Die geht Rietz und dann... kann man da oben 80 Kilometer so einen Radius fahren im Teich. Und dann sind wir runter ans Meer und waren in Nizza, auch direkt am Wasser gestanden. Genial. Wenn du frei, wild gekämpft. Wenn du früh um 4 kommst, genial. Ja. Gibt echt nichts Schöneres. Guckst dir den Sonnenaufgang an. Und dann ist der Sohnemann dazu gestiegen. Die letzten. Wie dazu gestiegen? Der ist mit dem Fahrrad gekommen, oder? Der kam. Nein, den haben wir dann aufgenommen, sozusagen aufgegabelt im Basel nochmal. Okay. Und sind dann nochmal hier runter. Die Tour ist jetzt wie lange angedacht? 1,5 Wochen war das jetzt. Im August sind wir dann. Ja, genau, Freitag geht's. Jetzt am Freitag. Ist das schade? Ja, schon. Also, wenn man so angefangen hat, dann könnte man noch ein bisschen länger bleiben, genau. Aber eigentlich undenkbar, wenn man noch vor 4 Monaten gedacht hat, ja, die Welt geht unter. Ja, also ich glaube, Campen ist eine gute Möglichkeit für sich zu sagen, man kann trotzdem unterwegs sein, kann sich schützen, wenn man das Bedürfnis entsprechend hat. Von daher passt das einfach jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, das zu machen. Und ich kann nachvollziehen, dass es gerade viele Menschen gibt, die jetzt eher diesen Weg sozusagen wählen.
Aber ich sag mal, wir haben auch beide nicht so die riesengroße Angst davor. Wir wissen, wie wir uns schützen können und von daher passt das schon. Starkes erste Reihe, die Plätze sind noch frei. Das ist normal unmöglich auf diesem Platz. Ich habe mit den Leuten gesprochen, wir machen um 10 Uhr heute mal ein Interview, einen Rundgang mit denen. Das heißt, man kann hier ganz entspannt. Am Bodensee sieht es anders aus, der ist ja gar nicht so weit weg von euch. Ja, also haben wir auch gehört, dass es so ist. Wir waren jetzt nicht da in letzter Zeit, um das vergleichen zu können, von daher. Aber wir waren selber auch ein bisschen überrascht, als wir hier angefragt haben, dass das möglich war, so kurzfristig, weil wir erst letzte Woche angefragt haben, ob das überhaupt geht und dann noch erste Reihe zu stehen sozusagen. Das habe ich auch gemacht. Da habe ich gesagt, ich war so frech, habe gesagt, ich kenne erste Reihe und geht das für eine Woche? Und dann meint sie, ja, ich gebe mir mal mehrere Plätze, suchen Sie sich doch mal einen. Ich so, hä? Mhm. Ist aber so. Ja. Genau, also war bei uns letztendlich ähnlich. Ihr wart schon in den Bergen hier? Nee, bis jetzt noch nicht. Das steht noch an. Dann, das hat man mir gesagt. Ja, es gibt einen Radweg, ihr habt keine Fahrräder dabei, oder? Nein, die hatten wir, genau. Die haben wir nicht geklaut gehabt. Nein, und die haben wir aber jetzt bewusst zu Hause gelassen. So. Der Sohn hat was nach unten gestellt. Wir machen mal ein bisschen Werbung für Kellogg's Rice Krispies. Normalerweise Kohlenhydrate pur, kann man nicht essen, aber wenn man jeden Tag läuft, dann darf man das auch. So, hier vorne steht nochmal. Das ist auch seins. Auch seins. Also wir haben es. So, jetzt mal vielleicht rückwirkend. Man ist ja wahrscheinlich oft alleine dann im Urlaub, wenn man 17 ist, oder? Mit Freunden oder mit anderen. Wie sieht es normalerweise bei dir aus? Ja, also mit Freunden unternehme ich auf jeden Fall was in den Ferien. Wir haben auch was für nächstes Jahr geplant. Was wir dann, wahrscheinlich einen Roadtrip an die Ostsee. Die Ostsee? Ja. Oh, wie geil. Und das wollen wir dann machen, wenn wir mit dem Abitur fertig sind, okay, weil das noch offen steht. Und ja. Ist der Roadtrip denn auch hier mit so einem Auto angedacht oder wie sieht das dann aus, wenn ihr weg seid? Das werden wir dann noch sehen. Wir haben da noch keinen Plan, wie wir das machen. Trampen? Wir wollten da ja alleine hochfahren. Okay. Das muss sich dann entscheiden, welches wir dann gekauft haben. Wir brauchen das Auto ja von dann bis dann. Ja, ich habe ja auch so ein Auto, aber das ist schon sehr gefragt. Man gibt es aber so ungern her, weil es gibt viel zu beachten. Dann ist das ja so, das ist ein kleines Auto im Vergleich zum ganz großen Camper, aber man muss sich erstmal an die Ausmaße ein bisschen gewöhnen, oder? Ja, aber wie gesagt, wir wollen ja was alltagspraktisch ist, von daher ist das mit den Ausmaßen schon. Stark ist das mit der Maut, man zahlt ganz normal eine Pkw-Maut, gell? Ja, das ist so, ganz normal, keine extra Kosten. Ich zahle Stufe 3, also genau das Doppelte von euch und dann tut es jedes Mal richtig weh, aber zum Glück zahlt es der Sender. Ist ein Vorteil. Ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ein kleiner Stimmungsbericht von Deutschen. Ihr kommt woher, bevor ihr in der Schweiz war? Ungefähr aus welchem Gebiet? Gebürtig aus der Nähe von Frankfurt am Main. Oh je, das tut mir leid. Aber jetzt, ihr wohnt wahrscheinlich jetzt in den Bergen, das ist schon was ganz anderes, oder? Nein, wir wohnen mitten in der Stadt. Oh, man sieht die Berge von euch? Nee, von uns direkt aus eher weniger. Da müssen wir ein kleines Stück rausfahren. Nee. Ja, man kann sie erahnen, aber wir haben es nicht weit bis in die Berge. Ihr sprecht Schweizerdeutsch schon? Na, nicht wirklich. Ich verstehe alles, aber sprechen, das hören die Schweizer auch nicht so gerne und das ist auch okay. Wenn das einer probiert, oder? Ja. So, Nina, du bist nochmal der? Franco. Franco mit K. Richtig, so viel weiß ich. Und du bist der? Felix. Der Felix, ganz einfach eigentlich. Ja, wenn man ein Gedächtnis hat, ich werde einfach alt. So ist es. Und da vielleicht nochmal stellvertretend für diesen Ausflug die Kaffeekanne. Von zu Hause. Ich gucke mal auf die Uhr. 28. Juli 2020. Ein Stimmungsbericht tatsächlich aus Italien. Wenn du nochmal sagst, wie das Gebiet hier in Italien heißt, das ist, weißt du es? Da, jetzt. Kann das sein, dass Istrien ist? Nee. Nee, Ligurien. Ligurien. Sanremo ist dort. Pizza ist da. Und wir sind aber hier. Ligurien ist es, genau. Ja, also es liegt daran, ich war noch nie hier. Und da haben mich alle gefragt, wieso waren Sie noch? Nee, die meisten fahren ja da runter, da an den Gardasee. Oder, aber das ist hier wirklich schön, oder? Man kann ein bisschen Werbung machen für die Region. Ja, definitiv. Das kann man. Super. Genau. Ja, danke schön für den Stimmungsbericht. Und ja, ich wünsche euch noch schöne Heimreise dann am Freitag. Ja. Und viel Spaß in Ligurien. Ich hoffe, das stimmt. Ja, wir gucken mal. Da steht's. Tschüss.